Hallo und willkommen zurück in Crossbell hier. Wir haben noch nicht alle Gespräche durch. Gerade mit HiYu Trading Corporation könnte es ja noch was Interessantes geben. Wie ich hörte, agiert die Gesellschaft wieder. Als Vertreter von HiYu möchte ich natürlich unbedingt herausfinden, was das ist. Unglücklicherweise werde ich wohl nicht mit euch zusammenarbeiten, aber trotzdem viel Glück. Es scheint so, als ob die Platzierung der Schienenkanonen gestern den Staat Kalva ziemlich verwirrt hat. Aus diesem Grund gehen wir mit äußerster Vorsicht vor. Es scheint mir so, als ob ihr einen ganz speziellen Gast bei euch habt. Bitte seid vorsichtig. Haha, Dankeschön. Ich besuche euch gern mal wieder, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Ach, er ist wirklich ein unkonventioneller Prinz. So viel kann man sagen. Okay, die wollen irgendwie noch einen Verkaufsabschluss erzielen. Dann hier die Nudelgang. Nudeln sind vorbereitet. Lass mich mal sehen. Nein, das ist nicht gut genug. Wo ist der Geist? Was meint er mit Where is the Pizzas? Was haben Nudeln und Pizza zu tun? Mit Pizza zu tun? Ja, muss ich wirklich mehr Kampfgeist einsetzen? Du musst lernen, du musst diesen Kampfgeist erstmal spüren, bevor du ihn, oder musst ihn erstmal lernen, bevor du ihn überhaupt anwenden kannst. Also mach das nochmal. Ich weiß nicht, dieser Ozell erinnert mich ein bisschen an Mr. Champloo aus Disgaea 3. Also für den Kochen auch so wichtig ist. Und der sagte, das ist halt, Kochen ist wie Martial Arts. Genau, mit Vivi und Rainer haben wir schon gesprochen. Daran entsinne ich mich noch. Obwohl es das 2 Tage her ist. Also anderthalb. Die Militärpolizei ist immer noch in der Gegend. Ich weiß, es ist wegen dieses Terrorismus, aber es macht mich trotzdem nervös. Also ich muss sagen, ist auch egal. Wann auch immer die Militärpolizei hier rumschnüffelt, hören die oder kommen keine Kunden mehr. Sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Ach herrje, wie konntest du das vergessen? Wir haben doch beide gesungen, getanzt, mit solcher Leidenschaft auf der Bühne. Du hast was? War das, als du vor ein paar Jahren schon mal in Crossbill warst? Was zur Hölle stimmt nicht mit dem? Ja, das ist wirklich jetzt so auch eine Hommage an die Leute, die alle Crossbill gespielt haben, dass die jetzt alles nochmal Revue passieren können, lassen können. Inspektion war ohne Vorfälle, alles gut. Mensch, dieser junge Mann da sieht genau aus wie der Prinz. Bin ich jetzt verrückt geworden? Ja. Ich dachte ja früher mal, dass er jetzt grafisch nur so aussieht wie der Prinz, aber in Wirklichkeit doch toll verkleidet wäre. Aber da habe ich mich dann wohl geirrt. Also, er hat sich gar keine Mühe mit seiner Verkleidung gegeben. Sondern nur aus seinem Namen Oliver Olivier gemacht und denkt dann, erkennt ihn keiner mehr.
Das war jetzt uninteressant. Hier dürfen wir nicht hoch. Jede Wette, ja. Das heißt, wir sind jetzt hier in dem Stadtviertel durch, ja. Dann bleibt jetzt noch, ach so genau, die Firma Reinfort und Orchis Tower. Bei Orchis Tower bin ich gar nicht sicher. Es gibt Gerüchte, dass das Militär alle Pakete untersucht. Aber ich weiß nicht, das kann doch nicht stimmen. Es gibt doch tausende Pakete, die jeden Tag verschickt werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier schon komplett alles gemacht haben. Ich meine schon, oder? Ja klar, hier die Leute, wo die Kamera konfisziert wurde und so weiter. Ne, da gehe ich nicht nochmal rein. Und Reinfort meine ich auch. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich durch mit den ganzen Gesprächen. Und können dann Richtung Camp reisen. Ja doch, hier habe ich auch mit den Leuten geredet. Gut, das Camp war im Süden. Das heißt, wir müssen... Da müssen wir hin. Wie kommen wir da überhaupt hin? Ach so, nee. Ja, natürlich. Das ist da, wo der Geofront-Eingang aus. Nichts ändert sich wirklich. Selbst wenn wir jetzt unter der Herrschaft des Kaiserreiches sind, gibt es immer noch interessante Züge zu bestaunen. Es scheint für mich nicht so schlecht zu sein, jetzt wo wir Kaiserliche sind und wir gegen die Republik sind. Achso, das ist schrecklich. Okay, was wird passieren? Okay. Okay, Touristen. Da dürfen wir nicht rein. Leutnant Franz. Okay. Also ist euer Plan, zurück ins Camp zu gehen und dann zum Stargazers Tower. Ja, gehen wir. Unsere Gefährte sind beim Südtor. Folge mir bitte. Ja, geh nur vor. Ah, Sphero-Bikes. Ich gehe mal davon aus, die sind in Massen produziert durch die Firma Reinfort. Ja, sie wurden erst diesen Frühling, oder sind erst diesen Frühling rausgekommen. Wenn wir den Beiwagen entfernen, sind sie viel manövrierfähiger. Oh, ich möchte jetzt nicht wie Elliot klingen, aber die wären echt perfekt für eine Musikertour. Und sie wären noch exquisiter mit einer wunderschönen Frau im Beiwagen. Hm, nachdem wir alles geklärt haben, vielleicht lade ich den Sharer ein. Come on, how am I supposed to plan around something like this? Komm schon, wie soll ich denn so etwas planen? Ach nee, hau ab. Kannst du dich nicht von irgendeiner Klippe stürzen oder so? Oh, du bist es. Komm schon, Schwarzer. Ich weiß, du bekommst... üblicherweise unkonventionelle Hilfe bei den Aufträgen der Regierung. Aber hier weiß ich jetzt ja nicht. Ja, wenn ich bedenke, was dein Job ist,
Aber trotzdem, ich mag, dass er mir hilft. Rian. Na. Ich muss mir solche Einwände nicht anhören von dem unkonventionellsten Mitglied deines kleinen Clubs. Ich hörte, dass der sittlich verkommene Prinz Oliver heute das Michelin Wunderland ganz für sich allein gebucht hat. Vielleicht solltest du da selbst mal hingehen und mit ihm ein wenig Spaß haben und Michi. Nein, danke, das ist nichts für mich. Ich habe gerade genug zu tun, also ich lasse euch in Ruhe. Passt auf euch auf. Ach, und Schwarzer, noch ein guter Rat. Achte auf die Flügel des purpurfarbenen Ions. Wenn es so wie früher ist, dann kann er damit ganz viele Angriffsstrahlen abschießen. Aber mit deinem aschfahlen Ritter könntest du vielleicht etwas dagegen tun. Ah. A moment. Since I have this chance, I'd like you to relay a message to the Chancellor and Rufus for me. Da ich jetzt gerade einmal die Gelegenheit habe, möchte ich, dass du eine Botschaft überbringst an den Kanzler und Rufus. Though my wings have been stolen and my blade lost, I yet have the gun and the rose kept safely in my heart. Obwohl mir die Flügel gestohlen wurden und mir die Klinge abhanden gekommen ist, habe ich immer noch das Gewehr oder ja, die Pistole und die Rose sicher an meinem Herzen oder in meinem Herzen. Ja, mit den Flügeln meint er halt die Crimson Wings, sein Luftschiff, was ihm nicht mehr zur Verfügung steht. Und mit der Klinge meint er halt Müller Vander, der ihm nicht mehr als Adjutant zur Seite steht. Aber Gun and Rose bleiben ihm noch. Also Guns and Roses? Nee. If you lose your way and take this nation in a poor direction with you, wenn du vom Wege abkommst und dieses Land in eine schlechte Richtung führst, I shall send you another message. Werde ich dir eine neue Botschaft schicken. Your Highness. Message received, Your Highness. Die Nachricht erhalten, Eure Hoheit. With that concluded, let us away to the field exercise camp. Wo das jetzt geklärt wäre, gehen wir doch oder machen wir mit unserer Exkursion weiter. Okay. Yes. Ja, jetzt die goldene Frage natürlich wieder, wer fährt wo? Ach so, okay, doch nicht. Ich dachte, es kommt jetzt noch wie immer. Besteht noch eine Möglichkeit, euch umzustimmen, Eure Hoheit? Nein, nein, mein Name ist Olivier, der Jäger der Liebe. Versucht ihn euch zu merken. Ich habe mehr oder weniger die Zustimmung des Geheimdienstes erhalten, also musst du dir deinen kleinen Kopf da gar nicht zerbrechen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach, ich kann einfach nicht glauben, dass die Handelskonferenz schon 2 Jahre vorbei ist. Eure Gesichter wiederzusehen, ach, als wäre es gestern gewesen. Aber meine geschätzte süße Tita, da waren es schon 4 Jahre, glaube ich. Einfach zu lang. Ja, das sehe ich auch so. Estelle, Joshua, Agathe, Shara und Olivier.
Ich denke noch manchmal an die Zeit, als wir gemeinsam auf der Aureole waren. Ja, wir dürfen auch Prinzessin Claudia und Zinn nicht vergessen, die bei uns waren. Und welches Konfekt könnte es mit der Süße von Erinnerungen aufnehmen, die man mit treuen Freunden teilt? Ja, eine ganz schöne Geschichte. Ja, aber die muss jetzt für ein anderes Mal warten. Wir müssen jetzt zum Stargazers Tower. Wie geht es denn Juna und den anderen? Immer noch ziemlich übel. Aber ich weiß, sie wird es schaffen. Wenn ihr wieder weggeht, dann werden euch alle hier in der Zweigstelle unterstützen. Stimmt das nicht, Major? Ich habe keine Einwände. Wir konnten die... wir konnten einen Schienenabschnitt sichern. Also dürfte das hier kein Problem sein vorzubereiten. Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Ja, vielen Dank. Und dir auch, Tita. Ja, natürlich. Wir sind alle bereit. Für jemanden wie mich, der im Prinzip sein gesamtes Leben heimatlos war, war Crossbell der einzige Ort, an dem ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe. Es ist so frustrierend, dass ich nicht der Erste sein kann, der losläuft, um zu helfen. Wenn ich dran denke, dass sie ihre Freiheit verlieren, da werde ich verrückt. Aber ich bin zum Glück Teil der Zweigstelle. Und so kann ich doch auf kleine Art und Weise noch helfen. Ich unterstütze euch mit allem, was mir zur Verfügung steht. Also Rian, eure Hoheit und alle anderen. Bitte, rettet meine Heimat. Natürlich. Deine Heimat wird sicher sein in unseren fähigen Händen. I've wanted to thank him this whole time. Die ganze Zeit wollte ich ihm schon Danke sagen. But I couldn't. Aber ich konnte es einfach nicht. I couldn't do anything to save my family. I felt so powerless and I ended up pinning my frustration on him. Ich konnte einfach nichts tun, um meine Familie zu beschützen. Ich fühlte mich so machtlos und letztendlich habe ich dann meine Frustration auf ihn projiziert. And that's what led to this. Und das hier ist jetzt dabei rausgekommen. I see. I understand now. Ja, ich verstehe jetzt. Yuna, you just want Instructor Rean to acknowledge you. Yuna, du möchtest doch nur die Wertschätzung oder ja, die Bestätigung von Ausbilder Rian. I think I'm the same. Ich glaube, mir geht es da ähnlich. When I accompanied him on his missions, I was tasked with monitoring and supporting him. Als ich ihn auf seinen Missionen begleitete, war meine Aufgabe, ihn zu überwachen und zu unterstützen. But he treated me like a child, kept risking himself to protect me and took on all the burdens himself. I felt so useless. Aber er behandelte mich wie ein Kind. Riskierte ständig sein Leben, um mich zu beschützen. Und trug alle Last alleine. Ich fühlte mich so nutzlos. I'm no different. Bei mir ist es nicht anders. All I've wanted is for him to recognize my sword skills. Ich wollte immer nur, dass er meine Schwertkampfkunst zu schätzen weiß. I know I still have far to go, but I feel like what happened in Sutherland helped me grow at least a little. Ich weiß, ich habe noch einen weiten Weg vor mir,
Aber das, was in Southlandland passiert ist, das hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln. Zumindest ein kleines Stück. Yuna, I believe this is your opportunity to grow. Und Yuna, ich glaube, das hier ist jetzt deine Gelegenheit, dich weiterzuentwickeln. Huh? Instructor Reen left you a message. I'll play it now. Ausbilder Reen hat dir eine Nachricht hinterlassen. Ich spiele sie jetzt ab. Oh Mann, das ist die Nachricht von ganz am... Ja, was heißt ganz am Anfang, aber... Es ist jetzt schon einige Folgen her. Yuna, the members of the Special Support Section are, without a doubt, heroes. Yuna, ohne einen Zweifel sind die Mitglieder der Special Support Section Helden. I can't help but think each one of them are truly great people. Him included. Ich kann nicht anders, als zu sagen, dass jeder einzelne von ihnen ein großartiger Mensch ist. Und da schließe ich ihn mit ein. But are you okay with simply looking up to them forever? Aber reicht es dir denn wirklich, immer nur zu ihnen aufzublicken? Right now, they're trapped, unable to protect their home. Momentan sind sie gefangen, nicht in der Lage, ihre Heimat zu beschützen. So who's going to be the one to protect Crossbell in their absence? Also, wer ist jetzt noch da, der in ihrer Abwesenheit Crossbell beschützen kann? Sind eure Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, jetzt können wir zum Stargazers Tower. Ihr wisst schon, gegen wen wir da antreten, oder? Wir sind besser gut vorbereitet. Ja, das zu Recht. Ich glaube an euch, Kurt, Altina und Yuna. Ja, erstmal müssen wir noch mit 20 Leuten reden. Aber kurz. Oh, wer bist du denn, süßer Kleiner? Oliver, du weißt schon, dass er ein Junge ist, oder? Da macht Oliver jetzt keinen großen Unterschied. Natürlich! Ich akzeptiere Schönheit, oder ich weiß Schönheit in jeder Form zu schätzen. Und in jeder Form meint er halt einfach jeden Einzelnen und alles, was es gibt. Ah, du bist also Musiker? Ich habe das Gefühl, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Nun, ich komme viel herum. Es wäre also nicht ungewöhnlich, wenn du mich schon mal gesehen hättest. Verstehe. Did you need something? Eigentlich nicht. Come again. Ja, das ist die Schlacht, die alles entscheiden kann. Instructor Reen, nimm das hier bitte. Oh, danke schön. Danke stark. Natürlich kannst du das haben. Nach all dem, was gestern geschehen ist, habe ich große Mengen davon vorbereitet. Verstehe. Oh, die Zweigstelle, wirklich gesegnet mit talentierten Leuten. Insgesamt 6, was? Er hat also mich mit eingezählt. Also auch, er hat mich mitgezählt. Das ist ein gutes Kind. Ja, auf jeden Fall, also wir haben 6 Tränke bekommen, darum ging das gerade. Gotta restock? Take care. Ach, Muse.
Oh. Na, wenn das mal nicht ein wandernder oder ein reisender Bade ist, der unser Camp da besucht. Es ist eine Freude, dich kennenzulernen. Warte mal, erkennt sie ihn? Ich glaube schon. Oh, du bist es. Ich habe schon viel über dich gehört von meiner Schwester. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin der wandernde Bade, den man als Olivier Lehnheim kennt. Und ich glaube, du hörst auf den Namen Muse Ygritte? Ganz genau. Also, weil du dich an meinen Namen erinnerst, werde ich auch mich an deinen Namen erinnern, Olivier. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Vielleicht unterhalten wir uns noch einmal bei anderer Gelegenheit. Vielleicht wird es sogar eine spezielle Unterrichtsstunde durch den einzigartigen oder den einzig wahren Sucher der Liebe. Ja, das klingt doch ganz hervorragend. Und wenn Ausbilder Rian diese spezielle Unterrichtseinheit durchführt, dann nehme ich auch gerne teil. Nein, so hatte ich das jetzt. Rian, wer genau ist dieses Mädchen? Sie scheint ja ein richtiger Fan von dir zu sein. Also ich bin nicht ihr Klassenlehrer, ich weiß also nicht so viel über sie. Aber sie ist halt eine Freundin von Elise aus St. Astraia. Oh, interessant. Da steckt doch bestimmt mehr dahinter. Ja. Und wenn Celine es sagt, vielleicht hat es dann doch mit Zauberei zu tun. Ja, wir werden Ouroboros aufhalten. Und Juni wird es wieder besser gehen. Ja. Wie seid ihr denn zu einem Musiker gekommen? Ach, wen haben wir denn hier? Einen Scharfschützen? Ich bin auch sehr selbstbewusst, was meine Zielkünste betrifft. Ich schieße nämlich immer genau ins Herz. Würdest du gerne über eine Jagdromanze sprechen? Ist Liebe denn etwas, was man jagen kann? Ja, natürlich. Genauer gesagt, können wir diese Unterhaltung bitte einen anderen Tag führen? Rian, ich hatte gehört, du gehst zu dem Turm. Also ruf gerne nach Unterstützung, wenn da irgendwas passiert. Wenn du uns brauchst, werden wir sofort da sein. Ja, es freut mich zu hören. Vielen Dank. Na, Ausbilder Rian, hast du Hunger? Man sagt, ein Soldat kann nicht mit leerem Magen kämpfen. Jetzt müsst ihr wissen, was Newt heißt. Also ich bin neugierig, ich muss mal eben nachgucken, was Newt ist. Irgend so ein Tier. Auf jeden Fall gebratenes Newt. Molch. Aha. Also gebratenen Molch würde er uns heute empfehlen. Ja, danke, aber eher nein, danke. Ja, es könnte ganz gut sein für Heilzauber, aber nee, selbst dafür möchte ich es nicht haben. Wieso denn nicht? Gucken wir doch mal. You've got good taste. Boah, also
Ne, hatte ich alles verbraten, okay. Give it a try. You've got good taste. Gut, das haben wir alles. Give it a try. What can I get you today? Und Fische haben wir auch nichts Neues. Wir waren ja längere Zeit nicht mehr angeln. Give it a try. Auch Waynes Unterstützung haben wir. Jonah ist wirklich niedergeschlagen. Wir sind zwar nicht in derselben Klasse, aber ich möchte für sie da sein. Aber ich schätze, ich muss das wohl Kurt überlassen. Ich hatte schon befürchtet, dass er sich jetzt auch an Jonah ranschmeißt. Wie er sich an alle Frauen ranschmeißt. Ach, warte mal, ihr seid das. Nee, du bist das. Es geht um Oliver. Oh, es ist ihm aufgefallen. Naja, er hat den Prinz ja erst gestern gesehen. Oh, du musst mich für jemanden anders halten. Mein Name ist Olivier Lehnheim. Ich bin einfach ein reisender Bade. Ich glaube, dein Name ist Ash, korrekt? Von Klasse 8? Ja, und woher weiß ein wandernder Bade meinen Namen? Jetzt mal Spaß beiseite. Dein kleiner Bruder ist nicht übel. Aber ich glaube, es wäre ziemlich interessant, wenn du selbst die Familiengeschäfte in die Hand nimmst. Meinst du das wirklich? Ash. Was ist denn los, Schwarzer? Ich rede hier nur mit einem No-Name-Baden über Familiengeschäfte. Es tut mir leid, dass ich dich da enttäuschen muss, aber ich habe bereits beschlossen, mein Leben der Jagd nach Liebe zu widmen. Eines Tages, wenn wieder Frieden in dieses Land zurückgekehrt ist, werde ich ein ausgeglichenes Leben auf dem Land führen. Natürlich an der Seite meiner sexy, sonnengebräunten Liebhaber. Beider Geschlechter vermutlich. Ja, ich muss zugeben, das klingt gar nicht übel. Ich mag dich. Schön, dass wir uns kennengelernt haben, Herr Olivier Lehnheim. Oh, es war mir eine Ehre. Aber du meintest sicherlich Olivier. Oh, da dachte ich jetzt leider, das wäre ein Schreibfehler. Also meintest Olivier, oder? Darf man überhaupt so einer Unterhaltung lauschen? Ich glaube, ich habe da zu viel private Informationen erhalten. Ja, derartige Sachen sollte man wirklich nicht in der Öffentlichkeit sagen. Naja, da es seine Hoheit nicht stört, sollte es uns vielleicht auch nicht stören. Ja, interessante Leute, die hier auf der Zweigstelle sind. Stargazer's Tower. Wahrscheinlich ist dort der Ion. Ja, das vermuten wir auch. Ja, dann könnte vielleicht die neue Ausrüstung sich auszahlen. Ja, ich kann das dir überlassen, oder? Ja, alles bereit. Ich muss nur den richtigen Moment finden, den Plan umzusetzen. Danke, ich verlasse mich auf dich. Neue Ausrüstung? Ich frage mich, was es ist. Na, Reen scheint ja zu wissen, worum es geht. Ich kenne ja die Details nicht, aber wir müssen wohl erstmal abwarten. Also Shop. Yes. Achso, genau, Slot. Können wir hier noch irgendwo was freischalten bei Oliver oder so? Ist schon alles. Ja, und Quarze wird sich jetzt mitten im Kapitel, glaube ich, nichts geändert haben. Thanks.
Be well. Oh ja, gibt's hier was Neues? Nee. Come again. Ja, dann mal los. Achso, Blödsinn. Nur weil wir mit 20 Leuten geredet haben, heißt das ja nicht, dass es schon alle waren. Ja, wie kommt es, dass Rian so viele außergewöhnliche Leute um sich herum hat? Tja, was sollte man dazu sagen? Das ist wahrscheinlich Teil seines Charms. Immer noch kein Fortschritt. Ich hätte nicht erwartet, euch hier zu sehen, mein Lord. Aber wir sind froh, dass du uns hilfst. Ja, ihr könnt euch immer auf mich verlassen, dass ich denen helfe, die in Not sind. Aber ich wüsste es zu schätzen, wenn ihr mich Olivier nennen würdet. Ich bin sicher, ihr versteht das. Ja, natürlich. Nun gut, dann danke für deine Unterstützung, Lord Olivier. Ja, auf den Lord konnte er jetzt nicht verzichten, was? Ach komm. Vor allem wegen der Hitpoints, ne? Oh, this is nice. Kann es sein? Etwa der richtige Prinz Oliver? Nein, achte gar nicht auf mich. Ich bin nichts weiter als ein reisender Musiker. Netter Versuch. Aber den Prinz erkenne ich auf 100 Metern. Ich verstehe. Ich gehe davon aus, du bist dann ein großer Fan von mir? Ja, ganz genau. Naja, also was mich betrifft, waren auch meine Eltern vor einiger Zeit große Fans. Also war ich quasi schon Fan seit meiner Geburt. Aber der Prinz hat ja erst seit kurzer Zeit oder vor kurzem sein Debüt auf Partys gegeben. Ja, das Einzige, was man öffentlich wusste, war sein Name. Na, ich verstehe. In diesem Fall bin ich halt sehr geehrt, dass du mich wiedererkannt hast. Ich, Olivier Lehnheim, werde dir ein kleines Autogramm geben. Wow, danke. Ah, da ist aber einer vorbereitet. Prinz Olivers Autogramm. Ich werde das für ewig behüten. Naja, es ist ja nicht das Autogramm des Prinzen, sondern des Musikers. Ja, da wird es noch seltener. Did you need something? Ach Quatsch. Please come again. Did you need something? See you again.
Aha, hier ist doch noch was. Ey, es lohnt sich, jede Ecke abzugehen. Achso, das ist natürlich Junas Abteil, was? But are you okay with simply looking up to them forever? Right now, they're trapped, unable to protect their home. So who's going to be the one to protect Crossbell in their absence? Ja, das war die Aufnahme, die er heute Morgen für sie hinterlassen hat. Ah, war das dein kleiner Plan? Wie clever. Ehrlich, wenn ich das jetzt so höre, ist es schon ein bisschen peinlich. Aber sobald sie das gehört hat, was ich zu sagen habe, bleibt die Entscheidung ganz allein bei ihr. Ja, da hast du recht. Stören wir sie am besten nicht. Ja, geht auch nicht. Ah, wie ich sehe, hast du einen besonders interessanten Besucher heute. Ich spüre da etwas. Das muss die Anor-Blutlinie sein. Ach, das kannst du sehen, was? Ich hörte Gerüchte, aber ich hatte nicht geglaubt, dass er so eloquent sprechen kann. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns auf der Courageous getroffen, nach dem Bürgerkrieg. Es war mir eine Freude, dich wiederzusehen, Valimar. Ja, es geht mir auch so. Ach ja, ich hatte ganz vergessen, dass ihr beiden euch ja schon kennengelernt habt. Es fühlt sich beinahe so an, als ob ihr beide euch schon lange kennt. Ja, das sehe ich auch so. So, jetzt können wir los. Alles klar, wir müssen zum Stargazer's Tower. Was ist denn die beste Route dorthin? Nach Theos Map, die Landstraße Richtung Süden. Da gibt es dann eine Waldstraße, die dann zum Turm führt. Ja, wenn wir das Sphero-Bike nehmen, ist es nur ein Katzensprung. Ja, auf geht's. Geht nicht. Ich häng fest. Schlammige Straßen und so. Achso, weil ich nicht Gas gebe. Sehr gut. Sehr gut. Für den Fall, dass es hier auch mal wieder ein Motorradrennen gibt oder so, muss ich ja jetzt hier ein bisschen trainieren. This one looks frightening. Please be careful. Autsch! Ich will hier gar nicht lang. Es geht nicht anders. Ich wollte nicht kämpfen. Es muss sein. Second form, Gale! It's down! It's mine! Just like I remember. 15 Erfahrungspunkte für Rian. Das hat sich ja richtig gelohnt. Yeah, just like old times. Also ich steige jetzt mal ab, ne? Sonst komme ich an dem nie vorbei. Take caution. Ah!
Hier ist der Eingang. Ja, Stargazer's Tower müsste hinter diesem Waldpfad liegen. Ja, es ist eine... ja, eine Atmosphäre, die schon einiges erahnen lässt. Wie man ja so schön sagt, wer wagt, gewinnt. Also, dann wagen wir mal was. Ja, aber wir werden von hier aus nicht wieder zurückkommen. Ihr seid alle bereit, oder? Ja, ich muss mal eben nochmal gucken in der Questliste, aber ich glaube, wir haben alles mit dem Haken versehen. Auf geht's. Zuvor. But are you okay with simply looking up to them forever? Right now, they're trapped, unable to protect their home. So who's going to be the one to protect Crossbell in their absence? Seriously? He's always so... Ach, im Ernst, er ist immer so... I know that already. Das weiß ich doch schon. Does he really think I need to hear... any of that crap from him? Glaubt er denn wirklich, dass ich noch seinen Scheiß noch hören muss? From the sound of it, we're ready to go now. We already have the location, so. Das klingt doch so, als wären wir jetzt zur Abreise bereit. Wir haben den Ort ja schon, also können wir. Come on, we wasted enough time here. Let's get going already. Komm schon, wir haben genug Zeit verschwendet. Auf geht's. Musi und Ash, oder wer war das jetzt? Musi and Ash? What are you doing here? Was macht ihr denn hier? Got permission from Randolph to tag along. Randolph hat uns die Erlaubnis gegeben, mitzugehen. As for me, I asked Instructor Toa to assign me as your support. Und ich habe Ausbilderin Toa gefragt, damit ich dich unterstützen darf. I would have come too, if I were able. Ich würde ja selbst auch mitkommen, wenn ich könnte. Me too. Oh, if only I was able to fight. Na, ich auch, wenn ich doch nur kämpfen könnte. Louise and Jessica are one thing, but... Also Louise und Jessica sind ja eine Sache, aber... How long were you two listening? Wie lange hört ihr jetzt schon zu? Ach Mensch, Juna und Patiri würden sich, glaube ich, auch gut verstehen. Aber ich mag Juna wirklich. Ich habe es, glaube ich, noch nicht oft genug gesagt. Ich finde Juna so klasse. Rin und die anderen fuhren durch den dunklen Wald. Und kam schließlich an einem uralten Turm an, im Herzen des Waldes. Das ist also der Stargazer's Tower. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Turm noch hieß bei Threads in the Sky. Also im ersten Teil, da musste man ja auch in so einen Turm. Und da hat man dann ja eine, sagen wir mal, wichtige Person getroffen. Ein Forscher. Ja, er datiert sich zurück ins dunkle Zeitalter. Aber dieses Gefühl,
Was ist das? Und warum sträuben sich meine Nackenhaare? Ja, es scheint so stark zu sein, dass sogar jemand ohne die Kraft Mana zu spüren, hier was spüren kann. Ja, kein Zweifel. Durch die Mana-Adern fließt das gesamte Mana Crossbills hier zusammen. Ja, ich spüre es auch. Es strahlt ein blasses blaues Licht aus. Vielleicht ein Hauch scharlachrot. Das kannst du sehen? Sowohl du als auch deine Schwester haben überraschend viel magische Kraft. Liegt es an dem alten Blut der Anor-Linie? Ja, das scheint wirklich wohl so zu sein. Aber die Details kenne ich nicht. Also, das da oben auf dem Dach. Das ist denn wohl der Ion von letzter Nacht. Ja, er sieht zwar anders aus als der riesige, den wir in Hamel bekämpft haben. Da wird er richtig aufgeladen. Wie so eine Ion-Ladestation hier, dieser Turm. Es scheint also ein neues Modell von dem Flug-Ion zu sein, der benutzt wurde, um die Armee der Republik zu zerstören. Ich vermute mal, er kann nicht so viel ausrichten ohne ein Septerion. Aber wenn er genug Mana auflädt, dann kann er vielleicht genauso mächtig werden. Alles klar, alte Klasse 7 und Gäste. Wir beginnen jetzt die Untersuchung des Stargazers Tower. Unser Hauptziel ist es, den Ion zu erreichen auf dem Dach und den Mana-Strom zu stoppen. Also gebt alles, was ihr drauf habt. Verstanden. Alles klar, ja. Ja, und damit gehen wir dann und erobern. Und ich würde mal sagen... Oder doch, das hier machen wir noch. Ist das nur ein Foto? Oder was machen wir hier? Dieser Turm hat eine mysteriöse Atmosphäre. Ich hätte den gern mal besucht, wenn das Land nicht in einer Krise steckt. Ja, solche historischen Orte haben etwas Verlockendes. Vielleicht mache ich mal ein Landschaftsfoto für Vivi. Alles klar, sieht gut aus. Ich schicke es ihr dann mal. So, Green. Now, let's see. Oh, wow, nice. I'll send you your reward. Gut, prima. Das heißt, dann werden wir in der nächsten Folge uns mal den Turm ansehen. Und der scheint ja doch ein bisschen größer zu sein. Naja, also, bis morgen dann. Tschüss.